Schon mein Töfffahrlehrer hat gesagt, fahr defensiv. Wikipedia sagt zu dem Thema rücksichtsvolle, risikovermeidende Fahrweise, bei der die eigenen Rechte der Verkehrssicherheit untergeordnet werden. Hey, wo ich noch nicht begriffen, was das eigentlich heisst, habe ich es gar nicht so blöd gefunden. Darum sage ich euch, fahrt defensiv. Beim heutigen Thema Abstand und Überholen ist das besonders wichtig. Auffahrunfall machen ein Drittel von allen Unfällen aus. Und die meisten würden sich mit genug Abstand vermeiden. Was der richtige Abstand ist, wissen die alle. Mindestens 2 Sekunden. Das Einzuhalten ist ganz einfach. Man fixiert einen Punkt. Und wenn das Fahrzeug von dir der Punkt passiert, zählst du 2 Sekunden ab. 21, 22. Und wenn erst nach diesen 2 Sekunden an deinem Fixpunkt vorbeifährst, dann hast du genug Abstand. Voilà, c'est ça. Für die, die gerne Kopf rechnen. Wenn du 80 km/h fährst, solltest du mindestens 40 Meter Abstand haben. Also quasi eigentlich die Hälfte vom Tacho, den er angeht. Jetzt schauen wir mal, wieso es sich lohnt, hin und wieder 2 Sekunden abzuzählen. Erstens, du fährst zu näher auf. Das Auto sieht dich schlecht oder gar nicht. C'est dangereux. Vor allem, wenn du überholen willst. Der von dir hat nicht gesehen, wo die Zube überholen und schiesst dir ab. Oder ein ähnliches Beispiel, demonstriert von Miss Phoenix. Sie fährt am Traktor zu näher auf. So näher, dass ein Auto, das auf der Seite wartet, sie nicht sieht. Und Miss Phoenix sieht das Auto auch nicht. Jetzt biegt der Traktor ab. Sie sieht neben der Tour und das Auto fährt gleichzeitig auf die Straße. Nerd. Wer sie macht erleben, hat es ganz schön geklopft. Zweitens, wenn du näher auffährst, hast du keine Zeit zum Reagieren. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr, können anständig zu bremsen und so eine Kollision zu verhindern. Und drittens, wenn du näher auffährst, dann hast du den Scheckweg, wenn es dich verwünscht. Genug Abstand hilft dir beim Überholen. Du selber hast eine bessere Sicht und auch mehr Zeit für saubere Blicktechnik, auch nach hinten. Aber die saubere Blicktechnik soll der Uevo mit dem Live-Kommentar vom Experten vorführen. 22, 21, go! Also rechter Spiegel, linker Spiegel, einen sauberen Schulterblick, blinken und nachher das Überholmanöver ansetzen und die auch wieder nicht zu früh reingehen auf der rechten Seite. Und was mir meine Bike-Experts einstimmig gesagt haben, beim Überholen musst du mindestens 20 km/h Geschwindigkeitsunterschied haben. Und noch ein letzter Tipp. Überhol nur, wenn die Straße links und rechts geschlossen ist. Also wenn du keine Kreuzungen, keine Einmündungen oder zum Beispiel keine Parkplätze vor dir hast. Weil dort kann überall jemand rein- oder rausfahren und plötzlich deinen Weg kreuzen. Hebt genug Abstand und schaut weiter rein. Ich melde mich ab. Stay safe and stay alive.